Das Problem ist, weil sich auf der Karte noch nicht auskennt, ne? Naja, den ersten Drittel haben wir ja schon so gut wie fertig, ne? Da muss ich auch wieder durchs Wasser. Ich muss nur durchs Wasser. Da, wo ich hingehe, ich muss immer durchs Wasser. Bababa, er muss immer durchs Wasser gehen. Ich will sagen, ich bin von einem Kanu gefressen worden. Ja, das ist bis jetzt einmal. Ich bin jetzt schon, glaube ich, 20 Mal von verschiedenen Dinos gefressen worden. Ich glaube, Tyrannosaurus habe ich hier in der Ecke auch schon. Oh nee, was ist das da hinten? Da ist ein Schwein. Panik gekriegt. Ja, sah von, als er in unsere Richtung gedreht war, sah das eher aus wie was anderes. Kaum halte ich den Fuß ins Wasser, kommt wieder Piranha an. Da würde ich mir aber Sorgen machen. Kommt sofort ein Piranha angeschossen. Ich hab nichts. Gibt auch keine Möglichkeit hier. Da drüben ist auf deiner Seite schon wieder ein Raptor. Ich komme da nicht rüber. Ich muss durchs Wasser durch. Ich muss definitiv da jetzt durchs Wasser durch. Ist nur dieser eine Fluss jetzt. Dann wäre ich bei euch. Gelesen? Ja, hab ich. Können wir gleich machen. Das Zeug ist dann aber weg. Meinst du? Mit Sicherheit. Also killen wir es. Also die Stacked Mod scheint auch zu funktionieren, weil ich habe hier die Dinger über 100 gesteckt. In den Kisten zumindest scheint das zu. Ja, die Bären gehen auch über 100. Piksen. Du killet Triceratops. Du killet. Ist halb deutsch wieder, ne? Fertig. Immerhin schon ein bisschen deutsch dran. Naja, ist halt von der Community gemacht. Ja, siehst du. Wir wissen ja, wozu fähig die Leute immer sind. Ich gehe erst noch in die Hütte. Wer weiß, was hier gleich spawnt, wenn ich wieder da bin. Da bin ich in der Hütte. Du machst die Tür zu. Wer weiß, was Chris hat hier jetzt noch an Monster spawn gemacht hat. Keine Pflanzenfresser mehr, nur noch Fleischfresser. Stellt uns gleich erstmal einen Gigantosaurus. Ja, in Max-Stufe und in Alpha-Modus. Noch kurz Pause, Bildschirm an. Ich bin ja auch runter. Hauptmenü. Okay, Chris, wir sind alle runter. Ah.
Was die steht außer. Ne, danke an die deutsche Community, deutsche A-Community, für das außerordentliche Engagement beim Erreichen von Übersetzungsvorschlägen. Ihr seid Spitzel. Ihr seid Spitzel. Nicht Spitze, ihr seid Spitzel. Das haben sie uns verraten. Ihr könnt nicht mehr ins deutsche ARK-Forum gehen, weil das sind alles Spitzel, die verpetzen euch. Richtig. Hat der Olli dir schon erzählt? Was? Imperium bringt gleich bald weniger Updates raus. Warum? Ja, weil die nicht so viele Updates rausbringen wollen eigentlich. Ach so. Okay. Die haben sich dafür entschuldigt, dass im Detail nur so viele sind. Aha. Olli hat gesagt, das ist nicht mehr da. Und wenn Olli was sagt, dann müssen wir gehorchen, weil ihr wisst nicht, wie Olli ist, wenn der Stream aus ist. Ja, das stimmt. Der peitscht uns immer. Und das ist nicht auf die nette Art und Weise. Nein, 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 nein. Da 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 da. Ja, Olli prügelt uns. Bist du schon wieder am Einloggen, André? Ja, aber ich weiß nicht, warum mein... Alles klar, ich bin schon drin. Okay, dann guck ich da auch mal rein. Da steht da auch, check www.twitch.tv Nerdsgaming HD. Ey, der Trike liegt da sogar noch. Oh, lol. Lol. Wir haben geexploit. Ja, cool. Ja, wieder da. Olli, der Dino ist noch da. Ohne Scheiß. Ja, der Triceratops ist wieder da. Was soll ich denn umhauen? Eine Pflanze, ein Baum, ein Stein, David, es ist mir verdammt egal. Ja, ich hau was um. Alter, was ist der so garstig heute? Alter! Und damit muss ich den ganzen Tag leben. Wisst ihr eigentlich, wie hart das ist? Verdammte Axt. Und weiß nicht, was daran jetzt anders ist. Doch, du kriegst doch mehr raus jetzt. Ja, das kann sein, ja. Doch, mehr Feuersteine. Mehr Feuersteine auf jeden Fall. Ah, doch, ja, da kommt. Au, ja, au, au. Alter, da kriegst du fast 100 Holz raus jetzt aus so einem kleinen Baum. Ja, siehst du. Okay, oh, oh ja, oh. Alter Schwede. Was hast du denn gestellt? Fünffach. Du meinst 500-fach, ey. Alter, 40 Fasern mit einmal sammeln hier, ey. Ich hab Maissamen gefunden. Oh, ey, der Dino ist. Oh, boah, Alter, geht das ziemlich schnell. Die Hälfte ist gleich geschafft. Da hinten steht ein Nackter. Nein, das ist Olli. Echt? Olli, Alter, wieso bin ich jetzt im Wasser? Was soll der Kram? Ja, weil der hat sich direkt in der Hütte gespeichert. Bei mir steht immer noch Attempting to Join Server. Ich zieh dich gerade durch die Gegend. Echt? Ja. Ich guck mal, wo ich dich jetzt hinbringe. Zieh dich jetzt in den Busch. Nein. Ich sehe den Megalodon. Ist der da? Ein großer? Riesengroßer? Oh. Der sieht groß aus. Ja? Oh mein Gott. Ist der riesig?
Dann funktioniert die Mod ja. Eins. Ein Rochen schwimmt hier auch rum. Weiß ich auch Olli, nicht, geh mal Öl suchen. Die sind nicht freundlich, denk dran. Die Rochen sind nicht freundlich. Olli, geh mal Öl suchen. Öl? Nö. Und wir gucken, ob Megadolon kann da David ist. Mitbringen. Der ist doch eh schon im Wasser. David, bring mal Öl mit. Ich will gleich jetzt mal Speere machen und alles. Damit ich irgendwie mal unbeschadet durchs Wasser komme. Genau, und gib Chris halt mal eine Tüte Chips Lippen. Wimmeln? Mhm. Boah, wo stehe ich denn? Alter! Was denn? So, jetzt mal gucken, dass ich gleich langsam zu euch komme. Ich kann ja nicht mal angehen hier. Ja, wir haben extra eine Mod runtergeladen für den Megadolon. Wir hoffen, dass sie funktioniert, dass der groß ist. Sehr groß. Und sind wir nur kleine Frühstückseier. Olli, der kleine Dinosaurier. Wo ist denn Olli, der kleine Dinosaurier-Kuschler? In der Nähe vom Zweig. Ja, nein. Och Mann, Leute, das Spiel mag mich echt nicht, habe ich das Gefühl. Olli, hast du jetzt, David hast du in letzter Zeit schlecht drüber geredet. Ich schätze mal, er hat zu viel gelästert. Spawn ich und hier direkt neben mir ist ein Tyrannosaurus. Bring mit. Olli springt drauf und zähmt den direkt. Und zwar ohne den vorher zu betäuben. Ja, ich reite den einfach zu. Ohne Sattel. Nur mit meinem haarigen Sack. Und er klemmt sich schön zwischen. Ne? Oh, ich sitze hier drauf. Unter kurzen Stummelärmchen kann er dich eh nicht runterholen. Wahrscheinlich klemme ich mir den höchstens, ja. Was? Deinen haarigen Ball? Oder was meinst du? Ja, genau. Ich war doch schon in eurer Nähe. Ich war doch schon in eurer Nähe. Jetzt bin ich wieder ganz am anderen Ende des Sports. Eines Tages wird David es schaffen. Wird David es schaffen? Wählt jetzt.
kann Kompass herstellen. David sollte einen Kompass machen. Den bringt er ja nichts. Ich könnte einen Grabstein machen. Ich glaube, schon mal prophylaktisch für. Ja, danke, Kano. Super. Bitte. Ja, jetzt spawn ich schon wieder. Komm, töte mich gleich nochmal. Ja. Ich bin immer ganz am anderen Ende der Karte. Und einmal baue ich in der Nähe gespawnt und jetzt spawn ich wieder ganz am anderen Ende. Es tut mir leid. Ehrlich, es tut mir leid. David, Olli, tut's dir auch leid? Ja, unheimlich. Es tut uns leid. Mehr können wir leider nicht für dich tun, außer dass es uns leid tut. Heißt was? Ja, keine Ahnung. Schon fertig? Und schon wieder ein Kano. Den Namen aus. Drache hat doch auch arg, oder nicht? Genau, gucken. Wer zuerst hier ist. Dragasch. Also ich find's nicht mehr lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich immer nur in der gleichen Ecke spawne, egal was ich anklicke. Ich weiß es doch auch nicht. Das liegt wahrscheinlich an der Karte, Alter. Das ist, wenn man keine Originalkarte nimmt. Hat kein Arc. Oh. Dragasch. Was? Was nun? Holzboden. Ich hol. Cool. Ich könnte jetzt ein Bett bauen, wenn wir noch ein bisschen Leder hätten. Warum haben wir noch kein Leder? Weißt du selber nicht, ne?
So, jetzt haben wir Leder. Was sind denn für Freunde? Da brauchst du Deppen wie ich, die zwingen mich immer zu sowas. Außerdem, wozu brauchst du denn Freunde, wenn du Ark spielen kannst? Mm-mm. Zu den, da musst du halt so für dumm verkaufen und sagen, das Spiel ist von Blizzard. Leider nicht. Oh, Olli, die sind nicht dumm. Das ist eindeutig die falsche Freundin. Ehrlich. Du darfst doch keine Freunde suchen, die klüger sind als du. Deswegen habe ich ja Olli und David. Was? Ja, momentan habe ich nur Olli. David kommt ja nicht, der will ja nicht. Ja, der tut ja lieber alleine irgendwo rum. David, möchtest du mitmachen? Ich sterbe lieber noch ein paar Mal. Okay. Ich wollte es ja nur anbieten, ne? Ich dachte, naja, heißt, ich habe sie nicht angeboten. David. Also merket, David ist heute wunderprächtig gut gelaunt. Hab ich gut gemacht heute. Ja komm, du wirst schon total genervt und hättest das Spiel schon beendet, wenn du an meiner Stelle wärst. Ja, ich weiß. Wir sind alle scheiße, du bist der Beste. Du hast das Durchhaltevermögen eines Gottes. Irgendwas ist kaputt. Oh, jetzt habe ich nie Feuersteine. Essen. In der Hütte auf dem Grill, im Zweig sind noch jede Menge Bären. Mache jetzt erstmal. Ja. Gesundheit auf 150. Dann. Ich weiß auch nicht, warum der immer an derselben Stelle spawnt. Ich habe keine Ahnung.
Müsste die Strohhütte nicht eigentlich abfackeln mit dem Feuer hier drin? Eigentlich ja, ne? Da braucht doch nur einmal eine Glut auf den Boden fallen und dann brennt die Hütte lichterloh. Alleine stapelt, ne, wenn man irgendwas ersetzt. Was habe ich die Gesundheit auf 150? Wir sind noch in Ausdauer. Dann noch ein bisschen Beweglichkeit, ein bisschen Stärke, damit ich dann gleich eine Zweihandwaffe tragen kann. Ach ne, Entschuldigung, ist ja gar kein Dark Souls. Ja. Olivier, scheint halt ein einziges Stück Land erwischt zu haben, in dem es keine Fleischfresser gibt. Bei David ist ja die Hölle los. So ist das. Frührahmenholz. Und langsam geht's voran. Danke, Derek McPten oder wie auch immer. Danke. Danke. Ach, jetzt ist David vergrault. Mach nochmal deine Karte auf. Ich sehe dich da ja nur im Inventar die ganze Zeit rumkrabbeln. Das stimmt überhaupt nicht. Guck mal, man sieht sich sogar auf der Karte jetzt. Ja, deswegen ja. Dort rechts, in der Mitte. Ja, rechts in der Mitte. Das sind so eine Aussagen wie, ja, du stehst jetzt links vom Baum.